Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mondschein. Ja, im letzten Part sind wir hier in Nordhane angekommen, haben auch schon mit ein paar Leuten gequatscht und die Katze hier läuft ernsthaft um das Haus rum, okay? Dann ist da sicher was Cooles drin, schauen wir doch mal rein. Ein Stöpsel und eine Tussi. Was jetzt nicht böse gemeint ist, ne? Was ist das? Da stecken 300 Tri zwischen den Büchern, nimm's mal nicht. Ja, sehr geiler Dialog. Was da wohl drin ist? Oh, stößt nicht auf. Dann wüsste ich ja, was drin ist und müsste mir ein neues Hobby suchen. Okay. Was ist, wenn ich jetzt... Nee, ich bin einfach zu ehrlich, Leute. Ich kann das nicht. Nee, das geht nicht. Sagt er und hat, glaube ich, bei Vampirestone 2 das Baby mit Schlafmittel zur Ruhe gestellt. Aber hey. Oh, ihr kommt aus Südhane? Jo, wir sind gerade über den Bergpass gekommen. Ich bin Abenteurer und war schon überall, diesseits des Hörnergebirges. Ich denke, ich werde mich morgen aufmachen und den Bergpass angehen. Aha. Du solltest den hiesigen Schrein von Anichan besuchen. Wer ist Anichan? Sie ist die Göttin des Mutes und der Kraft. Man sagt, in ihrem Schrein lagert ein mächtiges Schwert, aber ich konnte es nicht finden. Aha. Ich geh mal wieder da drüber, ne? Ja, mache ich aber. Dankwart hat echt nicht so viele Besucher, oder? Hey, Dankwart. Nur 50 Tri pro Nacht. Willst du übernachten? Nee, lass mal. Weil ich meine, ich heim mich ja sowieso. Ich dürfte jetzt auch schon wieder gut dabei sein, oder? Ja, also guck mal, ich bin schon wieder voll. Bierdecke gefunden. Das ist doch schön. Ich denke, hier ist nichts drin. Sieht nicht so aus. Mann, ich will auch mal... Danke, ich hab's doch mal getroffen. Wahnsinn, ne? So. Okay, dann gehen wir halt mal aus dem Inn wieder raus. Denn jetzt waren wir schon im Inn. Und schau mal lieber hier hin. Da ist auch wieder was im Regal. Was sie wohl heute wieder kocht? Eigentlich habe ich sie ja nur geheiratet, weil sie so gut kochen kann. Alles klar. Sag ihr mal nichts zu. Kann macht mir unheimlich viel Spaß. Schön für sie. Oh, ich hätte so gerne eine neue Bratpfanne, die ich jemanden über den Kopf ziehen kann. Aber mein Mann sagt ständig, die alte sei noch gut genug. Aber, ja gut, er muss es ja wissen, er kriegt sie ja immer auf den Kopf, ne? Aha. Okay, also die weiß wohl, dass er sie nur wegen ganz gut kochen geheiratet hat. Alles klar. Was ist denn das? Boah, 1000 Tri. Nein, ich sollte das nicht nehmen. Die haben sicher lange dafür sparen müssen. Hals, Maul und nimm! Nein, du bist ein guter Mensch. Mensch finden. Also wirklich, das kann er doch nicht bringen. Ich frag mich ja, ob das hier wie bei Vampirestone ist und sowas mit Einfluss nimmt auf mögliche verschiedene Enden. Wer weiß das schon. Kleines nerviges Kind, das wie alle anderen Kinder um was rumläuft. Hui. Dann schauen wir mal bei den Engeln vorbei. Nein, ich bin raus. Was sind das für Typen? Ja gut, schauen wir halt doch mal rein. Oh, ist das Licht nicht schön? Ja, das Licht ist schön. Oh gosh. Ist das wofür es halte? Kohaku-Tränen. Ach, das nimmst du aber mit. Bei Geld? Ja, nee, da haben sie sicher sparen müssen. Ob bei so Kohaku-Tränen oder so? Ja, nö, nee,
Was für ein Heuchler, ne? Drahtstante 2. Ich habe schon monatelang keinen Funk mehr vom Mond gesehen. Erst wo du sagst, fällt mir das auch auf. Dabei gab's doch diesen süßen Kerl. Wie hieß denn doch gleich? Verzeihen Sie, meine Tratsch, meine Damen? Ja. Wo finde ich den Bürgermeister? Oh, wir haben keinen Bürgermeister. Ja, genau, den haben wir abgesetzt. Er hat eine Geliebte in Candice. Das konnten wir ja doch nicht auf uns sitzen lassen. Verstehe. Sie haben nicht in letzter Zeit zufällig Leute vom Mond gesehen? Nein, wie ich eben zu meiner Freundin hier sagte. Ist schon gut. Ein Nein genügt mir vollkommen. Weiber. Findest, hast du es nicht wirklich gedacht, oder? Was sagt man dazu? Okay, da waren wir schon drin. Das heißt, wir müssen wohl nach oben raus. Weil, Moment. War da nicht noch irgendwo... Meine ich, hatte da noch irgendwo was gesehen? So bierdeckeltechnisch. Aber ich bin mir das nicht mehr sicher. Ich meine, ich hätte da was blitzen sehen. Habe ich das schon aufgesammelt? Anscheinend, ja. Dann gehen wir halt doch raus. Und ihr kennt mich ja. Hauptsache nicht direkt zur nächsten Hauptstory. Ah, okay. Wo sind wir denn hier? Candicewald. Im Norden ist Candice und im Osten ist der Schrein von Ernie-chan. So. Ja, nee, da will ich jetzt aber, glaube ich, nicht hin. Ich will jetzt erstmal da unten schauen. Weil das da oben sieht so aus, als würde es weitergehen. Gehen wir lieber hier runter. Vor allem wurde uns auch der Schrein ja schon genannt. Tapriswald. Weg nach Tapris. Verliert bloß nicht den Weg. Okay. Also ich habe gehört, wir sollen den Weg verlieren. Also, Nebelglocke. Wenn du die Nebelglocke läutest, wirst du an den Anfang des Waldes zurückgesetzt. Oha. Was soll ich denn jetzt davon halten? Bierdecke gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal links lang, weil ich bin links hinter, also links aus deren Sicht aus, ne? Dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Theoretisch hoffentlich zum Ziel. Praktisch weiß ich es natürlich nicht. So, gucken wir doch mal, wo wir landen, wenn wir uns einfach immer an der Wand entlang bewegen. Warte mal, das kenne ich doch, oder? Es geht gleich wieder nach links, oder? Ja, das sind wir wahrscheinlich gleich wieder. Nee, wir sind nicht wieder hier. Hä? Wo sind wir? Hä? Ja, gut, dann gehe ich halt doch mal drauf los. Sind lauter... Hey! Wieso verschwindet die? Hä? Okay, das ist das Event, das komisch gemacht ist. Beziehungsweise haben wir hier eine Scrolling-Karte. Die scrollt also endlos. Und beim Übergang zwischen der Ober- und der Untergrenze spockt es dann so ein bisschen ab, hä? Das Verfolgungsevent. Geht's hier irgendwo nach links? Ja, und das sind beide Richtungen. Interessant. Hat aber entweder nicht getestet oder hat's nicht als
störend empfunden ist es ja auch nicht, aber das, man ist halt schon kurz vorm Wundern, weil man denkt sich, kommt da jetzt irgendwas Gefährliches und die haut ab, oder was ist das? Was soll das sein? Aber es ist einfach halt nur programmiertechnisch, sage ich jetzt mal. Entwicklungstechnisch hier. Nicht besser machbar gewesen, vermutlich. Und hier gehe ich jetzt irgendwie... Ich höre jetzt irgendwie auch nicht wirklich weiter. Was ist das denn? Wahnsinn. Oh. Ich schaue mir erstmal die Nebelglocke an. Ja, ich habe doch gesagt, zum Waldeingang zurück. Ah, und dann ist die auch wieder da. Okay. Gehen wir halt mal hier lang. Leute, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Könnt ihr mir das sagen, wo das hinführen soll? Gehen wir mal weiter hier rüber. Sind wir jetzt wieder in jener Map? Ja, wir sind wieder in jener Map. Das heißt, hier werden wir nicht glücklich. Hier werden wir definitiv nicht glücklich. Aber immerhin ist es nicht so wie bei manchen Zelda spielen, dass man dann immer woanders landet, sag ich mal. Nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Das gebe ich mir jetzt nicht. Hallo? Ihr habt doch gesagt Nebelglocke. Ja, so viel zu, du landest am Anfang des Waldes. Fuck. Das Spiel hat mich verarscht, ich bugge. Das muss ich so zurückfinden. Ja, sehr geil. Ich komme mir definitiv verarscht vor, wenn ich das mal so sagen darf. So ein Mist aber auch. Okay, nach rechts ist nicht schlecht, denke ich. Wenn ich hier hochgehe, ist das, denke ich, auch nicht so verkehrt. Bitte, bitte sei Waldanfang, bitte. Bitte. Bitte sei nicht verkehrt. Ja, puh. Glück gehabt. Glück gehabt. Ah, die Nebelglocke ist jetzt am Arsch. Oder wie? So viel dazu. Ja gut, dann würde ich aber sagen, was das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ach hier, auf der Weltkarte kann ich ja speichern, stimmt ja. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir würden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Mondschein. Bis dann. Macht's gut. Ciao, Leute.